Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video und heute haben wir die nächste SBC am Start, Road to the Knockout Challenge 3, kriegen wir dafür ein 35k Pack, ist relativ stabil, man muss aber auch ein bisschen was abgeben dafür dieses Mal, ich musste ein bisschen rumtüfteln, um das Ganze aus meinem Verein heraus zu machen und ich wollte halt natürlich auch wieder welche aus meinem SBC Speicher abgeben. Wir benötigen zwei Ligen im Team, beziehungsweise das ist Quatsch, wir brauchen nämlich zwei Profis aus der gleichen Liga im Team, so rum nämlich. Außerdem 5 Spieler aus der gleichen Region, maximal 4 Spieler aus einem Verein, 7 Gold, 9 selten, 31er Chemie. Ich empfehle euch hier einfach auf ein Ligenteam zu gehen, guckt in euren Verein, wo habe ich genügend seltene Spieler, mindestens einer davon Gold, in meinem Verein rumliegen, beziehungsweise muss ja tatsächlich gar keiner, doch mindestens... Ich bin auch bescheuert, ich habe es komplett falsch rum gerade gedacht. Mindestens 5 davon Gold, so rum. Ist ja am Ende auch egal, man kann theoretisch auch ein komplettes Goldteam bauen, man muss ja nicht unbedingt Silber- oder Bronzespieler nehmen. Aber wie gesagt, ich würde halt einfach empfehlen, ein Ligenteam zu bauen, weil dadurch hast du mit der Chemie halt gar keine Probleme und das ist ja theoretisch von den Anforderungen her auch erlaubt. Du musst halt nur darauf achten, dass du halt eine Nation mindestens 5 mal im Team hast. Bei mir ist es jetzt hier Portugal. Ich hatte halt 1-2 Spieler aus der portugiesischen Liga aus dem MSPC-Speicher und Ciro Immobile, den ich hier reingebaut habe. Und Immobile hat mich dann natürlich so ein bisschen dazu gebracht, eine türkische Liga mit einzubauen. Über Musrati, Rashica und den guten Destanoglu. Letzteren musste ich mir kaufen. Musste ich mir dann halt irgendwie noch die Chemie für Immobile herholen. Ich hatte mich erst komplette portugiesische Liga gebaut und mit Immobile dann vorne drin. Habe dann aber erstmal gesehen, ach scheiße, 31 Chemie brauchst du ja. Und dafür brauchst du ja mindestens mal ein paar Chemiepunkte auch auf Immobile, beziehungsweise einen hätte ich nur auf Immobile noch gebraucht. Das wäre ja sonst gegangen. Aber ja, so bin ich halt nochmal in die türkische Liga gegangen, habe mir den für 450 Münzen geholt und bin dann sogar auf Fullcam jetzt gekommen. Ist relativ simpel. Ich habe halt einfach geguckt, portugiesische Liga, seltene Spieler, rein damit ins Team und den Rest dann so ein bisschen aufgefüllt. Habe noch 2 Non-Rares natürlich drin, weil das ist ja erlaubt. Und ansonsten passt das Ganze aber auch. Haben wir das Ganze fertig und geben wir das Ganze ab, ist wie gesagt keine allzu, also theoretisch ist sie nicht allzu schwer, man muss halt ein bisschen was abgeben, was ein bisschen, sind ja jetzt keine Non-Rare-Goldspieler, die man einfach reinwerfen kann, logischerweise, sondern man muss halt eben gucken, dass man, ein paar teurere Spieler, beziehungsweise higher-rated Spieler abgeht. Okay, wir haben kein neues Ein-Münzen-Pack bekommen, das war wahrscheinlich nur einmalig, habe ich jetzt offscreen geöffnet, war auch nichts weiter drin, ist ja nur ein seltener Spieler drin gewesen. Ist ja auch egal, ich würde sagen, wir gehen rein ins 35k-Pack und hoffen auf was Geiles. Erstmal kein Walkout leider, keine Special Card, wie es aussieht. Belgien, linker Flügel, Saudi League. Also da fällt mir gerade spontan gar keiner ein, um ehrlich zu sein. Wer ist denn da? Ah, Carrasco. Natürlich, Dauerbrenner Carrasco ist ja da noch. 83er Rating hat er, ist in Ordnung. Dahinter ist natürlich niemand weiter. Ich hatte natürlich mal wieder auf einen Matcher oder sonst wen oder Groß oder irgendeinen Dortmunder gehofft. Aber EA gibt mir die halt einfach nicht, dass ich die für eine Evo benutzen kann. Die wollen das einfach nicht. Sie halten meinen Evo-Stand klein einfach. Kann man mal so festhalten. Den guten Herrn würde ich wahrscheinlich abstoßen. Und den Rest nehmen wir halt einfach mit in den Verein. Ist ja eh alles untrade und der eine Dude geht auf den SBC-Speicher. Ja, war jetzt leider kein besonderes Pack, muss man ganz ehrlich sagen. Also war jetzt nichts Besonderes drin, leider Gottes. 35k-Pack ansonsten, aber natürlich relativ stabil, würde ich behaupten. Jo Leute, ich unterbreche mich mal selber, bevor ich das Ganze hier abmoderiere, denn ich wollte noch was hinten dranhängen, habe ich mir spontan überlegt. Ich habe nämlich die Evo-Arena fertig gespielt. Das gibt nochmal 2-3 geile Packs auf jeden Fall. Also 75 plus mal 5, 77 plus mal 7 und 83 plus mal 2 kriegen wir nochmal hier. Das ist, denke ich mal, ganz cool. Außerdem kriegen wir hier noch einmal für Live-Freundschafts 10 Siege, kriegen wir ein 2-Spieler-Pack einfach nur und nochmal eins für 25 Erstbesitzer-Siege, kriegen wir auch nochmal ein 2-Spieler-Pack. Ja, die dachte ich mir, hängen wir nochmal hinten dran, weil es war jetzt nicht so besonders tatsächlich, was wir bisher bekommen haben aus dem Pack und dann können wir das nochmal hinten dranhängen einfach. Gucken wir mal, hier haben wir erstmal, 2 Profis, nicht über 80 in dem Fall, nehmen wir mit aber natürlich. Und dann gucken wir mal, was aus den anderen Packs so rauskommt. Jetzt haben wir hier nochmal zwei seltene Spieler in dem Fall. Ist sogar 80 plus. Linksverteidiger, Italien, eine Frau, Cambiasso, Boatin. Es gibt eine, die ist ähnlich wie Cambiasso, glaube ich, ne? Die hatte ich jetzt gemeint. Ah, ich komme auch durcheinander mit den ganzen Namen. Ist ja auch egal. Waren beide tradable. Haben wir beide auf die Konzertes erstmal mitgenommen. Jetzt gehen wir rein. 75 plus mal 5. Kein Walkout, Stürmer. Aubameyang kriegen wir hier. Okay. Nehmen wir natürlich mit. Dahinter niemand Besonderes in dem Fall.
Obermann nehmen wir natürlich mit auf die Transferliste. Und dann gucken wir mal rein ins nächste Pack. 77 plus mal 7, bin ich sehr gespannt. Da könnte jetzt natürlich was Geiles drin sein. Let's go, Walkout, ZM. Ødegaard sogar, okay, krass. Martin Ødegaard. Und das war, glaube ich, kein Double Walkout. Nee. Aber ey, ist stabil. 89er Rated Walkout aus den Packs, die du halt easy erspielen kannst, ist wirklich ganz geil. Ja, du machst jetzt hier einen Einwurf, das brauche ich mir nie angucken. Aber das ist ganz geil auf jeden Fall. Und auch noch ein Pulisic sogar, der theoretisch noch ein paar Münzen wert wäre. Ja, leider kein Dortmunder mal wieder. 84er ist auch noch drin. Noch zwei 84er sogar. Und halt ein Ødegaard 89, ne? Also vollkommen stabil. Hat sich nochmal gelohnt, würde ich sagen. Letztes Pack, 83 plus mal 2. Da warte ich dann jetzt nichts, aber wir kriegen auch nochmal einen Walkout. Innenverteidiger, Portugal. Ruben Dias, Digga. What the fuck, Junge? Okay, crazy. Also auch nochmal 89 hier an der Stelle. Hat er, glaube ich, 89, ne? 88, okay, nur noch 88. Aber auch sehr, sehr starker Walkout, Alter. Also das hat sich nochmal richtig gelohnt. Einmal Mindestrating, aber ey, einmal 88er Innenverteidiger. Richtig, richtig geil. Würde ich sagen, hat sich nochmal gelohnt. Ich hoffe für euch ebenso, dass ihr die Packs gemacht habt und da was Gutes draus hattet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir auch gerne ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein und ciao.